Was für ein fantastischer Himmel hier gerade im Hintergrund. Wer braucht schon Sky Replacement oder sonst irgendwas, wenn man richtig geil fotografieren kann? Und ich zeige dir in diesem Video, was der 0.9 Hartverlaufsfilter so macht. Im Hintergrund kommt das Wasser langsam immer höher. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Video ein bisschen beeilen. Aber man kann sich als Fotograf nicht immer aussuchen. Der Himmel ist halt jetzt gerade richtig dramatisch. Ich habe hier im Vordergrund so einen Stein mit so einer Pfütze außenrum. Und ich mache jetzt mal einfach eine Belichtung, so wie ich sie machen würde. Ich bin jetzt zum Beispiel hier bei einer Blende 8. Ein Drittel Verschlusszeit mit ISO 100. Ich bin im Weitwinkel auf 16 mm auf meinem Stativ. Ich habe fokussiert auf unendlich, so wie ich das bei Landschaftsaufnahmen immer mache. Wenn ich mir das Bild angucke, sehe ich, der Vordergrund sieht gut aus, aber der Himmel ist zu hell. Diese schönen, dramatischen Wolken, die sehen nicht so aus, wie sie jetzt hier sind auf meinem Foto. Was kann ich also machen? Klar, ich kann eine dunklere Belichtung zum Beispiel machen. Blende 8, ein 1/15. Machen wir mal ein Foto. Das sieht dann so aus, der Himmel ist geil, der Stein vorne ist aber schwarz, es ist sehr dunkel im Vordergrund, das will ich nicht haben. Und genau das ist so eine Situation, Gegenlicht, dramatischer Himmel, Vordergrund, vielleicht sogar dunkel, man will ihn aber haben in der Landschaftsfotografie, wo ich jetzt einen Verlaufsfilter benutze. Ich benutze jetzt dafür meinen Jaworski 0.9 Hart-GND Filter. Hart-GND bedeutet ein harter Verlauf. So, und ich gucke jetzt mal, welcher das ist. Das ist der 1.2er. Da ist er. 0.9 Hartverlaufsfilter. Und jetzt würde man denken, ein 0.9 Filter, der ist ja schwächer als so ein 1.2 Soft-GND. Ist aber nicht so. Ich werde es euch gleich zeigen. Also, ich schiebe den jetzt einfach mal rein und mache die Einstellung jetzt wieder so, dass der Vordergrund in Ordnung ist. Ich bin jetzt sogar schon, weil es dunkler geworden ist, bei einer halben Sekunde. Und ich schiebe jetzt den Hartverlaufsfilter rein. Warte. Und das ist jetzt das Krasse beim Hartverlauf. Man sieht es direkt. Oh. So, jetzt kann ich ihn genau so weit reinschieben, wie ich es brauche. Und der Hartverlauf bietet sich vor allem an am Meer. Ja? In den Bergen, wenn die Berge zu krass groß sind und so weiter, da ist der harte Verlauf nicht immer gut geeignet. Man kann es auch benutzen. Man kriegt es in der Bildbearbeitung später, wenn man die Tiefen zum Beispiel aufzieht, nur im Himmel, eigentlich auch ganz gut hin mit einem Hartverlauf. Aber ist jetzt auch nicht der Sinn, dass man immer noch mal alles nachbearbeitet. Aber hier so am Meer mit einer geraden Horizontkante, der perfekte Filter, vor allem mit so dramatischem Himmel. Und wir sehen jetzt, ich mache mal ein Foto, halbe Sekunde, Blende 8, ISO 100, dass der Himmel mega dramatisch aussieht, aber auch der Stein hier im Vordergrund schön hell ist und richtig schön rauspoppt. Das heißt, ich habe jetzt die Helligkeit perfekt angeglichen. Und ich kann das gleiche Foto, ja mal spaßenshalber, jetzt genau mit den gleichen Einstellungen machen, mit dem 1.2 Soft-Verlaufsfilter. Und dann werdet ihr merken, dass 1.2 nicht unbedingt stärker ist als 0.9. Und woran das liegt, werde ich euch gleich erklären. Also, ich schiebe jetzt den Soft-Verlaufsfilter rein und er dunkelt natürlich auch ab. Es ist ja ein 1.2 Filter, es ist ein guter Filter, es ist mein Jaworski Filter. Es war lange Zeit der stärkste Verlaufsfilter, den wir im Programm hatten. Mittlerweile gibt es auch den 2.0. Wenn du das Video dazu noch nicht gesehen hast, schau es dir mal an. So, das heißt, das Foto, wenn wir das jetzt mal vergleichen, das sieht anders aus. Man sieht, der Verlauf ist weicher, man sieht, der Himmel ist abgedunkelt, aber ein Ticken leichter als beim 0.9 Hart. Woran liegt das jetzt? Es ist ziemlich einfach zu erklären. Ein Hartverlaufsfilter, und das sagt der Name ja schon, hat einen harten Verlauf. Das heißt, ein 0.9 GND, umgerechnet 8-fach Abdunklung, habe ich im kompletten Filterbereich. Das heißt, sowohl hier oben als auch hier unten ist eine 8-fach Abdunklung. Das heißt, sofort, wenn ich reinschiebe, kommt die 8-fach Abdunklung. Es gibt so einen ganz leichten Übergang, aber der ist hart. Deswegen ein harter Verlaufsfilter. Bei einem 0.9 Soft GND Filter oder auch beim 1.2 Soft GND Filter ist es so, dass ich diese Abdunklung, diesen Wert hier oben habe. 1.2, 16-fache Abdunklung hier oben. Aber nicht hier in diesem unteren Bereich, wo zum Beispiel der Horizont sitzen könnte. Und bei einem 0.9 noch viel extremer, weil da bin ich hier 0.9 Softverlauf, hier oben 0.9, sowie auch beim Hartverlauf, aber eben nicht in diesem Bereich. Das heißt, um wirklich diese volle Abdunklung zu bekommen, muss ich den sehr weit reinschieben. Dann bekomme ich aber keinen wirklichen Verlauf mehr hin, sondern eigentlich eine komplette Abdunklung.
Für welchen Filter du dich am Ende entscheidest, ein richtig und falsch gibt es nicht wirklich. Es gibt nur Geschmack und es gibt Einsatzzwecke und jeder dieser verschiedenen Filter, dieser verschiedenen Werkzeuge für die Landschaftsfotografie kannst du einsetzen, so wie du es brauchst. Ich könnte hier diesen Himmel auch wunderbar mit einem 2.0er Softverlaufsfilter fotografieren. Ich könnte ihn mit dem 1.2 Softverlaufsfilter fotografieren oder wie jetzt meine Wahl 0.9 HardGND hier für diesen Himmel. Und ich werde jetzt hier noch so ein bisschen rumlaufen und ein paar mehr Fotos schießen, immer das Wasser im Auge halten, weil das kommt hier echt schnell. Wir sind hier immerhin am Atlantik in der Bretagne. Hast du schon mal so einen 0.9 Hartverlaufsfilter benutzt, vielleicht ja auch sogar meinen, dann teile doch gerne mal deine Erfahrung oder schreib mir, welcher Verlaufsfilter bis jetzt dein Favorit so ist von der Stärke, also vielleicht lieber ein harter, vielleicht lieber ein weicher Verlauf und auch welche Stärke dann mit dazu. In die Kommentare rein. Den Jaworski 0.9 HardGND Verlaufsfilter, den kannst du mit etwas Glück jetzt in diesem Video hier gewinnen. Beantworte dafür einfach die folgende Frage. Wie vielfach dunkelt 0.9 ab? Schreib es in die Kommentare. Unter allen richtigen Antworten verlose ich einmal diesen 0.9 HardGND Verlaufsfilter. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sag au revoir und Grüße aus der Bretagne. Und jetzt muss ich echt hinmachen mit dem Wasser hier.